Bevor wir die Frage beantworten können, ob Medienkompetenz als eigenständiges Unterrichtsfach eine gute Idee wäre, ist es wichtig zu verstehen, was ist Medienkompetenz eigentlich? Der Erziehungswissenschaftler Dieter Barkes sieht darin eine zusätzliche Kompetenz, die der Mensch erlernen muss, um sich in der komplexen, zunehmend mediatisierten Welt zurechtzufinden. NutzerInnen sollen durch die Medienkompetenz Fähigkeiten erlangen, selbstbestimmt und verantwortungsvoll mit neuen Wegen zur Informationsverarbeitung umgehen zu können. Barke teilt die Medienkompetenz dabei in vier Bereiche ein: die Medienkunde, die Medienkritik, die Mediennutzung und die Mediengestaltung. Zur Medienkunde gehört es allgemein, einen Wissensstand über Medien zu haben, dabei einerseits Wissen und Informationen zu bestimmten Begriffen und Themen der Medienwelt und andererseits instrumentell auch die Fähigkeit zu besitzen, Geräte zu bedienen. Die Medienkritik nutzt dann dieses Wissen, um problembehaftete Angelegenheiten analysieren zu können und daraufhin das eigene Handeln zu reflektieren. Die Mediennutzung zielt als dritte Komponente auf den handelnden Aspekt ab. Einerseits geht es um den effizienten Einsatz von Medien und andererseits um das Nutzen und Bereitstellen von innovativen Angeboten, die neue Medien bieten. Bei der Mediengestaltung geht es um die aktive Teilnahme an der Herstellung von Medien, vor allem durch das Einbringen innovativer Ideen und auch ästhetischer Besonderheiten. So viel zur Theorie. Um das Ganze noch etwas besser verstehen zu können, soll Medienkompetenz noch an einem Beispiel erläutert werden. Das hier ist Josie. Josie nutzt wie viele von uns ihren Computer vor allem für die Uni, aber auch für Netflix und E-Mails. Sie weiß, wie sie ihren Computer bedienen muss, zum Beispiel wie sie sich in das Uni-WLAN einloggt, und sie kennt die Kriterien für wissenschaftliche Texte. Dank dieser Wissensgrundlagen erkennt sie beim Schreiben von Hausarbeiten, wenn sie sich Informationen aus dem Internet besorgt, wann sie einen wissenschaftlichen Text gefunden hat und wann sie auf weniger vertrauenswürdigen Seiten gelandet ist. Neben dem Studium schaut sie auch gerne auf ihrem Computer ein paar Folgen ihrer Lieblingsserie oder schreibt E-Mails an Freunde. In einem Kurs in ihrer Uni sollte sie im letzten Semester ein Video zu einem Erkenntnisobjekt gestalten. Es war ihr wichtig, dass das Video nicht nur optisch ansprechend ist, sondern auch ihre innovative Idee für alle zugänglich macht. Noch Fragen? Dann schaut doch gerne auf unserem Blog oder dem H5P-Video vorbei oder hört in unseren Podcast rein. Dort gehen wir weiter der Frage nach: Medienkompetenz als Unterrichtsfach? Eine gute Idee? Wir freuen uns auf euch!